Wie werden unsere roten Ziegel eigentlich hergestellt? Beim Tag der offenen Tür der Firma Wienerberger in Hennersdorf konnten die vielen Interessierten hinter die Kulissen schauen. Auslöser für diese Veranstaltung ist, dass es von der Industriellen Vereinigung der Wirtschaftskammer Niederösterreich die Industrietage 2012 gibt und da die Bitte an die Betriebe gegangen ist, die Tore zu öffnen, den Kunden, den Partnern zu zeigen, was sich in einem Ziegelwerk abspielt, wie die Ziegel produziert werden, um damit auch mehr zu zeigen, welche Bedeutung die österreichische Industrie auch für die gesamte Volkswirtschaft hat. Ich meine, Hennersdorf und die Firma Wienerberger sind untrennbar miteinander verbunden. Schon seit mehr als 120 Jahren gibt es das Werk in Hennersdorf. Und ein Ergebnis dieser Ziegelwerke in Hennersdorf, eben auch der Firma Wienerberger, ist, dass wir ja hier im Wappen die rote Farbe als die Farbe des Ziegels in unserem Gemeindewappen haben, weil es eben ein sehr wichtiger Faktor ist hier in Hennersdorf. Letztlich ist auch die Bevölkerungsentwicklung Hennersdorfs da angestiegen, wie die Firma Wienerberger hier die Ziegelwerke errichtet hat. Das Herzstück der Ziegelproduktion ist die Ziegelpresse, die Formgebung eines jeden Ziegels. Da entsteht die Qualität. Hier wird der aufbereitete Ton, von der Aufbereitung sprechen wir, das Zerkleinern des Tonrohstoffes und das Beimischen von entsprechenden Zuschlagstoffen, die die Toneigenschaften dann noch unterstützen. Hier wird der Ziegel entsprechend geformt und für die weitere Produktion vorbereitet. Je länger wir da in den Werkshallen herumgehen, desto wärmer wird es. Was ist hinter mir zu sehen? Ein weiterer Schlüsselprozess in der Ziegelfertigung ist das Brennen des Ziegels. Das passiert hier in Hennersdorf in einem Tunnelofen. Das ist ein langer Tunnel von einer Gesamtlänge hier in Hennersdorf von 148 Meter und einer lichten Breite innen von 7 Meter. Und durch diesen Tunnelofen fahren jetzt diese Ofentransportwagen, die Sie hinter mir sehen, langsam durch. Wenn wir sagen langsam, dann bedeutet das, dass diese 148 Meter in ca. 32 bis 35 Stunden bewältigt werden. Und während dieser 35 Stunden wird der Ziegel von Raumtemperatur auf ca. 910 Grad Celsius erwärmt, dann ungefähr 5 bis 6 Stunden durchgebrannt und dann wieder schonend abgekühlt auf Raumtemperatur. Was zeichnet den Wienerberger aus? Einerseits sicherlich die Tradition, die wir in unseren Baustoffen haben. Wienerberger existiert mittlerweile fast seit 200 Jahren. Der Baustoff Ziegel ist über 1000 Jahre alt, aber viel wichtiger für uns ist die Innovation, die Weiterentwicklung der Produkte. Wir haben insbesondere jetzt auch im Bereich Wärmeschutz verbesserte, neue, optimierte Produkte, die auch im energieoptimierten, energieeffizienten Bauen Möglichkeiten bieten. Wie viele Mitarbeiter? Wir beschäftigen hier in dieser Produktion 30 Mitarbeiter. Das ist aufgeteilt auf drei Schichttruppen. Für die effektive Ziegelfertigung sind 6 Mitarbeiter pro Schicht beschäftigt. Einer der letzten Schritte ist natürlich die Verpackung, wenn man hier sieht. Natürlich, die Ziegel müssen vor Witterung geschützt werden, dass sie weder übermäßig durchnässt noch im Winter frieren können, weil dadurch würde der Ziegel, solange er noch unverputzt ist, Schaden bekommen.